Jetzt muss ich irgendjemand finden, der mir das übersetzt, dass ich weiß, ob ich das drin lassen kann im Video oder nicht. Und die Chewappe sind auch groß, oder? Lukas macht Peter zum ersten Mal. Luigi, nimmst du meine Entschuldigung an? Es kommt vielleicht. Noch ist sehr jugendfrei, aber. Ja. Mama heißt Burik, Mama Peter. Verwirrend für meinen deutschen Kopf. Mehr braucht man nichts. Bei uns wirst du niemals hungrig nach Hause gehen. Niemals. In einer Stunde, wir machen mal 600 Kilo mit dieser Maschine, ja? Davon esse ich locker 35. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen in Wien und herzlich willkommen zu einer Folge, die schon längst überflüssig ist. Einer Balkan-Food-Tour durch Wien. Und ganz Instagram hat mir ein Mann vorgeschlagen, mit dem ich diese Balkan-Food-Tour machen soll. Das ist Yoshi. Herzlich willkommen in der Show. Herzlich willkommen in Wien auf jeden Fall. Und Yoshi hat gesagt, ich kann diese Balkan-Tour nicht machen ohne diesen Mann. Ohne Pirelli. Pirelli. Herzlich willkommen in der Show. Und Pirelli hat gesagt, ja. Ich kann die Balkan-Tour nicht machen ohne diesen Mann. Saale, herzlich willkommen in der Show. Und ihr werdet sehen, warum. Ich filme das alles. Ganz genau. Ferdi hinter der Kamera und wir stehen bereits vor dem ersten Laden mit dem Namen Pitara Oroz. Das ist die Oroz. Ja. Oroz. Ja. Das ist die älteste Pitara in ganz Wien. Die gibt es seit 20 Jahren. Ja. Die allererste, Nummer uno. Weißt du, das ist wie Pole Position in Formel 1. Der hat die Pole Position in Pita. Okay, gehen wir rein. Gehen wir rein. Wessen Rezept ist das? Kann man das sagen? Ja, also immer von unseren Omas. Ah, immer von den Omas, das ist wichtig. Die Omas können es am besten. Ja, genau. Aber wie kommt man dazu, einfach Pita anzubieten? Das gab es damals in Wien nicht. Ja. Ihr wart wir eine der ersten, oder? Wir waren die ersten. Also ich habe selten ein Restaurant, vor allem in Deutschland und Österreich, gesehen, das so gute Bewertungen hatte bei so vielen Bewertungen. Das ist schon beeindruckend. Der Teig ist auf jeden Fall dünn. Er sieht eigentlich voll simpel aus. Der Teig wird ausgebreitet. Hauchdünn, dass man schon wieder das Metall vom Tisch durchsieht. Der Käse draufgegeben und eingerollt, die Enden abgeschnitten und auf ein Backblech gegeben. Sehr, sehr liebevoll und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es sehr, sehr lecker werden wird gleich. Kannst es ja auch mal ausprobieren. Ehrlich? Ja, sicher. Habt ihr gehört, meine Damen und Herren? Ich darf es auch mal ausprobieren. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall Käse-Pita. Es wird noch Fleisch geben, es gibt Kirschen, es gibt Kartoffeln auch, oder? Und ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstanden, was manchmal der Unterschied ist zwischen Burik und Pita. Aber vielleicht könnt ihr das ja in den Kommentaren ausdiskutieren. Mama heißt Burik, Mama Pita. Das ist sehr verwirrend für meinen deutschen Kopf. Das habe ich mich auch gefragt. Was passiert, wenn das mal reißt? Ihr seht's. Anscheinend nichts. Also, meine Damen und Herren, Lukas macht Pita zum ersten Mal. Ich habe gut zugeschaut. Nee, habe ich nicht. Wir nehmen einfach mal... Verdammt. Mal einen Versuch. Also, einfach auseinanderziehen. Also, probieren wir es mal. Ist keine Pizza. Oh, und trau dich. Also, man muss sich da wirklich... Okay, einfach sich ein bisschen drüber trauen. Es ist ja auch nicht so einfach, da so einfach einen Teig. Gibt es keinen Trick, dass es nicht reißt, oder? Nein, es macht die Übung. Aber es gibt auch manche, die werfen so durch die Luft. Ja, oder? Genau, aber das, man kann alles übertreiben. Ah ja, wirklich? Klappt das an meinem Kopf? Ich glaube, das ist ein bisschen Show. Also ich hätte noch nie eine Oma gesehen, die das so über ihren Kopf wirft und damit irgendwelche Akrobatik macht. Aber du machst das schon recht gut. Ich hätte besser zuschauen. Vom Zuschauen machst du es eigentlich eh schon gut. Bravo. Ich habe schon Schlimmere gesehen. Super! Wow! Darf es aufs Blech oder nicht? Ja, bitte! Also Leute, wenn ihr heute kommt, kriegt ihr eine Pita von Lukas. Super! Also ich habe gerade gefragt, was in dem Öl ist, warum das so trüb ist. Und da ist ein bisschen Mehl drin, damit man mit dem Öl mehr Griff hat, wenn man mit dem Teig hantiert. Übelst interessant. Und der Käse ist nicht wirklich Käse, sondern Quark. Spezialquark. Ich habe nur Quark rausfinden können. Was noch so drin ist, wurde mir leider nicht verraten. Aber sieht lecker aus. Schaut mal, damit wurde früher Burek gemacht. Ich kann mir zwar nicht genau, also außer der Stab ist da nicht dran, sondern mit dem Stab hat man wahrscheinlich ausgerollt. Ähnlich wie Baklava eigentlich. Und was ich auch rausgefunden habe, ist, dass Oroz Hahn heißt. How are you? Und das ist auf jeden Fall ein zuckersüßer Laden. Sieht auch aus, nee, sieht nicht aus wie vor 20 Jahren, sieht aus wie vor 100 Jahren. 120 Jahren. Original einfach. Antiquitäten, Bilder, auf jeden Fall, ja, sieht wild aus. Und das Essen steht irgendwie schon am Tisch. Ich weiß nicht, wieso das da schon am Tisch steht, aber irgendwie steht es schon am Tisch. Schau mal. Weißt du, warum man den Schnaps in dieser stylischen Flasche serviert? Nee, Bro. Weil Schnaps stinkt normalerweise. Und wenn du ihn so nimmst, geht er dir nicht in die Nase, sondern geht direkt in den Mund und du musst das nicht riechen. Dann kannst du es mehr trinken. Stimmt das, oder? Ja, es stimmt, aber es ist trotzdem witzig.
Ja, riecht doch gut, irgendwie, oder? Boah, ich will 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt er, oder? Ist er jetzt da? Er ist da, ja. Jeder guckt eins aus der Reihe raus. Ich fang schon mal an, ja. Joshi, du kannst. Boah, so, wow. Diese Edition. Ihr müsst wissen, es gibt eigentlich nicht Kartoffel und Fleisch. Es gibt eigentlich nur Kartoffel oder Fleisch. Ja. Aber hier kriegst du auf Anfrage Kartoffel und Fleisch. Burek, ich sag extra Burek, weil mit Fleisch heißt Burek. Mit, ohne Fleisch, Pita. Das ist eine heiße Diskussion aber, oder? Ja. Auf jeden Fall, Bruder. Weil die anderen haben es gerne genannt, Pita mit. Aber wir sagen Burek. Es ist in Bosnien Burek, weil es Burek kann nur mit Fleisch sein, weißt? Und die sagen Pita mit Fleisch, Pita mit Käse, Pita mit dem, weißt du? Burek mit dem, Burek mit dem. Burek ist bei uns in Bosnien nur mit Fleisch. Chef, jetzt hast du ein Problem, weil es wird jeder kommen und wird Burek haben wollen mit Fleisch und Kartoffel gemischt. Oder ich probiere das jetzt auch. Also, wir probieren jetzt Pirellis. Spezial Burek Edition. Du hast gesagt, man muss Fleisch und Kartoffel zusammen machen. Ja. Und da rein dippen. Ja, Mann. In den Joghurt. Ja. Ist einfach ganz normaler Joghurt, oder? Ja, ganz normaler österreichischer Joghurt. Einfach rein. Aber schau jetzt. Oder? Tote Prinzessin. Mm. Aber das ist wieder eins aus der Reihe. Wirklich, Bruder. Käse ist top auch. Man weiß es nicht. So wie wenn dich wer fragt, liebst du mehr Vater oder Mutter? Nein. Ich habe mich extra geschont für deine Show, Bruder. Ich habe nichts gegessen. Ich auch, Alter. Es ist 3:30. Ich habe auch nichts gegessen. Ich war beim Sport, habe mir den Kopf über Eistee-Zitrich zerbrochen. Und über diese Eistee-Sache sprechen wir noch. Wer zur Hölle mischt Eistee mit? Manchmal kann man sich nicht entscheiden. An einem heißen Sommertag ist man eher so der Zitronentyp und an einem kälteren Tag ist man der Pfirsichtyp. Ich bin immer der Pfirsichtyp. Ja, ich bin auch eigentlich der Pfirsichtyp, aber manchmal will man auch beides und dann macht man Zitrich. Meine Damen und Herren, ihr habt gesehen, wie das zubereitet wurde. Es erinnert mich auch schon irgendwie auch an Strudel, oder? So ungarischer Strudel, irgendwie ist das schon verwandt. Bruder, sagt das niemals in Bosnien. Niemals. Ungarischer Strudel, Bruder. Und schau, mit Oldschool-Salat in der Mitte, wie vor 100 Jahren. Das sind auch übelst leckere Tomaten. Das sind wirklich krasse Tomaten. Schau, ihr müsst euch vorstellen, für die das noch nie gegessen haben, du beißt da rein, sind voll viele Schichten. Außen knusprig, innen so ein bisschen teigig, matschig und dann kommt einfach, das ist fast schon wie so ein Stück Köfte. Das soll ich dir wahrscheinlich auch nicht sagen, aber das ist auch Und mit Kartoffel ist unfair. Kartoffel ist wie ein Cheat. Das ist einfach unfair. So, entweder du machst das oder machst das. Beides. Also wenn Kartoffel eine 9 von 10 ist und Fleisch eine 10 von 10, dann ist Kartoffel und Fleisch ist eine 12 von 10. Ja, Mann. Das Mann, ist eigentlich unfair. Perfekt gesagt. Ja, auf jeden Fall ein Fest, Mann. Und es hört noch nicht auf, weil ein Dessert. Ich werde auf jeden Fall noch nicht ganz mit diesem Süßen anfangen, weil ich einmal brauche ich noch auf so jeden Fall. Reißen wir einmal auf zusammen, komm. Ja, wow. Krass, dass wir die ganze Zeit mit Händen essen, auch das wie früher. Das kam einfach so Reflex, gell? Ja, das war jetzt nicht gespielt. Wo ist nur Fleisch? Freut mich, dass ihr alle Zeit gefunden habt, dass ihr auf jeden Fall eine fette Balkantour hier drehen. Und an der Stelle, wenn ihr wollt, dass ihr auf diesem Kanal auch mal nach Sarajevo fahren und eine richtige Balkantour machen, nicht nur in Wien. Feuert die Kommentare voll, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir fliegen dieses Jahr oder fahren, mal gucken, auf jeden Fall noch nach Sarajevo. Vielleicht kommt der Mann ja auch mit. Boah, auf jeden Fall, da lasse ich die nicht alleine. Ich habe da noch unentschieden, wegen Cevapi-Battle. Da müssen wir mal feststellen, wo die Besten sind und das kann nur ein Neutraler. Das können wir nicht, weil wir... Okay, ich bin der Auserwählte, der sagt nach. Danach habe ich entweder 20.000 Abonnenten mehr oder 20.000 Abonnenten weniger. Diese Kartoffeln schmecken so intensiv, beziehungsweise das ganze Burek, wegen den Kartoffeln. Weil die Kartoffeln schmecken, als ob die nochmal in einer Brühe, Gemüsebrühe, Fleischbrühe nochmal gekocht wurden. Es schmeckt intensiver, als es schmecken sollte eigentlich. Wie heißt das Gewürz nochmal? Vegeta. So wie von Dragon Ball. Vegeta. Kompletter Balkan würzt alles mit dem, egal. Von Suppe, Fleisch. Das ist so das Maggi von Balkan. Ja, genau. Von Dragon Ball Z. Ich schwör auf Vegeta. Nur wenn es wirklich stimmt, dann ist es die absolute Wahrheit. Ich schwöre auf Vegeta, das war lecker. Ja. Wer mag ein Süßes mit Puderzucker? Du magst nicht süß, ne? Nicht so, aber ich probiere es, aber ich bin jetzt nicht so. Ne? Ja. Ich weiß, Strudel darf ich nicht sagen, aber... Da schon! Das ist derselbe Teig, oder? Ich glaube schon. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber der scheint mir ein bisschen dicker. Aber auf jeden Fall, wenn das derselbe Teig ist, ist es schon crazy. Weil du hast denselben Teig und kriegst zwei voll verschiedene Sachen raus. Das eine ist das Dessert, das andere übelst herzhaft. Ich weiß nicht, ob da noch Streusel drin sind oder irgendeine Art von Teig, aber es schmeckt auf jeden Fall genau. Vegeta. Willkommen in Wien. Jetzt erst. Nach 7 Jahren bin ich erst jetzt wirklich angekommen. Ja. Jetzt bist du angekommen. Safe. Das kennt man alles. Cool, dass du da bist. Keine Rolle. Cool, dass du da bist. Wir gehen nach Hause. Wir sind durch.
einer der größten Vorteile von uns ist, wir sind sehr gastfreundlich. Egal, ob du Fremder bist oder so, komm zu mir, isst. Du willst nicht, wir sind böse auf dich. Was willst du nicht? Bin ich nicht gut genug für dich oder was? Komm, isst, trink was. Es gibt oh. Streit, wenn du nicht isst, gell? Oder? Wir haben negative Sachen, aber sehr viele positive. Das ist so positive Sache. Bei uns wirst du niemals hungrig nach Hause gehen. Niemals. Ja, ich glaube auch. Bruder, schau, WLAN. Volle Empfang. Ich glaube, ich sag den Satz jetzt zum vierten Mal. Immer wieder nochmal Essen an den Tisch kommen, wir nochmal anfangen zu essen. Aber das ist auf jeden Fall ein starker Start in der Balkan-Food-Tour, ja, meine Damen und Herren. Wow, wow, wow. Dario, super. Danke. Das ist der erste Pizzaroller. 2003 bis 2019. Ja, genau. Wilder Laden, oder? Da hängt so viel. Junge, Junge, Junge. Erinnerung. Otterkringer. Genau. Otterkringer Helles, da sind wir, ja? Ja, wir sind halt im Bezirk Otterkringer. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Waschis. Wie schmeckt's? Krank. Vom Herzen. Gold des Balkans. Genau. Vegeta. Yoshi, eigentlich musst du dir das tätowieren lassen, Bruder. Yeah. Dann kann ich das direkt neben meinem Airport-Zeichen. Genau. Bruder, das würde urpassen als Tattoo. Vegeta. Das ist ein starkes Tattoo. Soll ich mir tätowieren lassen? Ja. Schreibt es in die Kommentare. Sei bloß vorsichtig. Bin ich ausgestattet? Nein, eins für dich, eins für mich. Cheers, Bro. Danke. Danke, Chef Dario. Ciao. Wie sagt man danke? Fala. 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 Bye. Bye, bye. Danke, ciao. Nee, die Jacke, wen könnt ihr? Jacke, ja. David. Der braucht die nicht, der lässt sie hier, bis er zum nächsten Mal kommt. Wir sehen uns beim nächsten Spot. Wir sind hier bei der Bäckerei Gül, also sie hieß früher Gül, jetzt heißt sie Ari. Aber damals hatten wir nicht so viel Geld und waren broke und konnten nicht immer die ganze Zeit gemeinsam essen gehen. Deswegen haben wir diese Bäckerei gefunden, da gibt es Argetta Pasteta. Ja, schau, gleich im Hintergrund. Das ist Vegeta, Argetta, alles, Bruder, David, Vegeta, alles. Und das Ding ist, was die Sachen gemeinsam haben, die halten alle 10 Jahre. Also die laufen nie ab. Ist auf jeden Fall eine Hühnerpastete und schmeckt unfassbar gut. Die hat 24 Stunden offen gehabt, diese Bäckerei, und dann sind wir auch immer nach dem Club hierher gekommen. Ja. Okay, aber die Bäckerei ist türkisch, oder? Ja, aber das Argetta ist Jugo. Bruder, das ist Wien. Türke hat bestes Brot, aber dafür haben wir beste Argetta. Und diese Kombi macht auch Wien, diese Kombination. Viel, sehr von viel. Allem, ja. Was gibt. Generell bist Ghetto-Snack. Hier frisches Brot immer. Okay, und wir sind schon wieder hinten. Ah, wie heißt das nochmal? Tulumba. Tulumba. Geil, alles wird auch selber mit Hand gemacht, ja, Teig und so weiter, oder? Ja, genau, alles wird händisch vorbereitet und zubereitet. Danke für den Einblick. Waldbeere muss sein. Wie viele sind wir? Dankeschön. Danke auch. Bye, bye, schönen Tag. Argetta. The only, der Original. Nur die, merkt euch. Nur die und keine andere. Alles andere ist fake. Hast du das mal gegessen? Wir kommen sehr gerne hierher, weil das Brot immer fresh ist hier, egal zu welcher Uhrzeit, vor allem nach dem Club, geiler ist. Immer alles nach dem Club? Ja, früher, wir waren jung und dumm, jetzt sind wir nur noch jung. Jetzt sind wir nur noch dumm. Bis zum nächsten Mal. 3.0 Prototyp Nacht, du kommst von Fortgehen nach Hause, es ist jetzt, sagen wir mal, so 5.30 Uhr in der Früh, Vögel zwitschern, gehen die auf die Nerven, letzte. Und Yoshi, erklär was jetzt. Jana Eistee, Waldbeere natürlich. Wollen wir mal das Haltbarkeitsdatum? Ja, 2026. Sind schon ein bisschen ältere. Die wurden produziert vor 5 Jahren. 10, würde ich sagen. Jeder hat eins in der Hand. Das schaut so aus wie so eine kleine Bodenmine. Ja, die reißt dir die Ferse ab in Jugo. Wenn du draufsteigst, passiert nichts. Aber wenn du weggehst, bist du. Abreißen. Man sagt, wer viel Geld hat, leckt das nicht ab. Die Armen. Ich liebe sowas. Das sind real Snacks, Alter. Ja, Mann. Eigentlich Balkan-Hummus. Das erinnert mich an meine Kindheit. Ja. Es ist auch dieselbe Crew wie vor 20 Jahren. Ich schwöre, genau die gleiche Crew. Gescheit. Du musst es spüren, du musst die Argetta fühlen. Mm. Aber bitte stell dir vor, du bist besoffen. Ich bin besoffen. Das, meine Damen und Herren, ist fast so lecker wie aus Burik. Das Ghetto-Snack. Das ist eigentlich schon eine Leberwurst, oder? Ja. Aber es ist auch Hühnerleber, aus dem das gemacht wird, oder? Ich glaube, das ganze Hähnchen drin einfach. Das schmeckt auch übelst sanft eigentlich. Das schmeckt gar nicht so aggressiv oder irgendwie so. Das, kann, das schmeckt eigentlich jedem. Deswegen die Grüne. Der Rest schmeckt sehr aggressiv, sehr bitter und so. Das ist Champions League. Mal mit Sesamring probieren, mal mit Fladenbrot, weißt du? Wer uns nicht glaubt, fragt Raff. Das ist auch sein Lieblingsessen hier in der Nacht. Fragt Raff. Bombentag, Alter.
16. Bezirk Wien. Kuss geht raus. Ich weiß, dass sehr viele von euch sehr sauer sind auf mich, weil es sehr lange gebraucht hat, obwohl ich seit 6-7 Jahren hier in Wien wohne, bis wir eine Balkantour machen. Und es tut mir auch von Herzen leid. Aber dafür hat es die jetzt in sich. Und wie gesagt, der Bosnien-Deal steht. Wir wollen Likes sehen, wir wollen Kommentare sehen. Dann geht's nach Sarajevo. Kuss, du kannst mich auch gerne in Kroatien besuchen kommen bei einer meiner Konzerte. Wann bist du dort? 5. Juli, 10. Juli, 15. Juli. Okay, Tudets, komm rein, du hast geschafft. Ja, Tudets! Es war wirklich offizielle Einladung. Aber wenn ich komme, dann musst du auch ein Foto machen mit mir. Klar, natürlich, was denkst du? So ist es richtig. Challenge completed. Bravo. Schon mal gesehen, ist crazy. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Foodtour. Wir treffen gleich die Jungs am 16. und bis dahin aktivieren wir uns ein bisschen sportlich. Hast du mitbekommen, dass es gerade 20% auf alles bei ESN gibt? Auf alles, alles. Auf alles, alles. Alles, alles. Alles, alles, alles. Crazy. 20% auf alles, die Aktion kommt nicht so oft vor. Aber wenn sie kommt, würde ich die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, um eure Vorräte wieder aufzufüllen. Mit dem Code unterstützt ihr mich und unsere Produktion. Mit dem Code unterstützt ihr euren Geldbeutel. Und mit dem Code unterstützt ihr eure Oberschenkelmuskeln. Weil wir Napoletaner putzen unsere Popo mit Juventus Toilettenpapier. Es ist ein Scherz. Peace, Freunde, was geht und guten Morgen. Diese Balkantour wird keine normale Balkantour. Ich habe noch einen Spezialgast aktiviert. Luigi, herzlich willkommen in der Show. Ragazzi, ich habe mich eingerichtet nach Stile von Foodtour. Deswegen, ich hoffe, das passt alles. Die Jungs wissen nicht, dass ich Luigi dabei habe. Deswegen, das wird jetzt eine kleine Überraschung werden. Guten Morgen. Mein Stargast ist mitgebracht. Ferdinando. Si. Ferdinando il Grande. Peace, Freunde, was geht und guten Morgen. Dobrytro. Guten Morgen. Stramm siehst du aus. Was ist da passiert? Bruder, das ist original vom Wiener Derby, Bruder. Das ist kein Fake. Frau sagt, das ist peinlich. Nein, nein, das ist original. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, guten Morgen. Teil 2, Tag 2. Die ganze Runde ist versammelt. Das ist ein Rap-Video eigentlich. Ja, im 15. Bezirk auch noch. Ja, ich habe... Erzähl. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens gleich hier um die Ecke gewohnt. So 4 Gassen und dann nach rechts. Diese Straße ist nicht wegzudenken. Die Märzstraße, wenn ihr Balkanessen haben wollt. Jetzt habe ich dein Intro weggenommen. Besser hätte es nicht sein können, Bruder. Ich freue mich abonniert jetzt auf eine wilde Tour. Lukas. Schaut bei den Jungs vorbei. Ist schon das Outro, wo wir noch... In einem Restaurant, wo wir jetzt gleich frühstücken werden, mit dem Namen Sofa, die schon auf uns warten, wie ihr mitbekommen habt. Wir kriegen jetzt das fetteste Balkan-Frühstück, das ihr euch vorstellen könnt. Sag mal, Gigi. Du, ich würde sagen, es ist sehr interessant. Ich habe sowas noch nie gegessen. Ich weiß nicht einmal, wie heißt das, aber... Das hast du noch nie gegessen? Nein. So. Pita und so. Ragazzi, mi dispiace. Ich bin nicht sehr streng bei Essen, aber es ist noch nie gekommen, die Gelegenheit, um sowas zu essen. Aber schaut nicht schlecht aus. Schaut sehr gut aus. Einmal vorstellen Sie für die Kamera, einmal wollen. Versuchen wir später nochmal. Geht so weiter, wie wir aufgehört haben. Ey, Lukas, merkst du immer, wie die Tomaten anders aussehen? Bei euch schmecken Tomaten, wie Tomaten eigentlich schmecken sollten. Ja, genau. Es darf nicht nach Wasser. Pirelli muss euch erklären, wie sie Sachen betiteln im Balkan. Schreibst und sagst etwas so, wie du das hörst. Zum Beispiel, für Joghurt sagst du einfach Mu. Warum? Weil Kuh das gibt es, dann sagst du Mu. Zum Beispiel zum Furt sag mal Prt, weil das ist Anführungszeichen. Und willkommen bei Sofra. Und Sofra heißt ungefähr so viel wie ein gedeckter Tisch bei uns. Also meine Damen und Herren, dieses Teil war früher ganz groß und ist auf dem Boden gelegen. Und dieses Teil heißt Sofra und darauf hat man gegessen, beziehungsweise um dieses Teil rum. Wir lernen. Alter, das ist schon der perfekte... Wie letzte Abendessen, weißt du? Koste mal zuerst für ein Stück Fleisch. Hat dieses Stück Fleisch einen Namen, ist die Frage. Sucho Meso, es heißt getrocknetes Fleisch. Und hiermit beginnt ein schöner Tag. Auch geräuchert bisschen, oder? Geräuchert, gell? Ja. Geräuchert ist Rindfleisch, speziell aus, glaube ich, aus Sanjak. Das ist so ein Teil in Serbien. Sofra ist absolut mein Lieblingsfrühstück, ich schwöre. Ja? Absolut. Habe ich schon vom Chef gehört, dass du Stammkunde bist hier. Ja, schon geräuchert. Riecht schon nach Räuchern.
Es schaut wie ein bisschen geräucherte Koppa. Kennst du Koppa? Mhm. Geräuchert aber. Das ist neu in der Karte. Das gibt gar nichts auf der Karte. Also du kostet das jetzt vor allem. Ich hab's auch noch nicht gekostet. Sag mal. Du bist der Allererste. Ja. Lukas entscheidet, ob es so auf die Karte kommt oder nicht. Oder nicht. Bitte. Debüt, meine Damen und Herren. Die Tochter von Pizza und dem Trockenfleisch. Genau. Ziehen wir rein, auch schön ölig und guck mal. Wow, wow, wow. Das ist ein Frühstück. Wie sich das anhört. Mhm. Das ist wirklich so das ist Signature hier. Das ist warmer Kaimak mit Paprika. Wow. Ist das der Kaimak, den man auch so chillen will? Ja. Und der ist jetzt nochmal aufgewärmt, oder? Genau. Weil ihr müsst wissen, Kaimak ist was übertrieben Leckeres. Wow. Das ist schon fast wie Butter eigentlich. Ja, aber warte kurz. Jetzt so. Ja. Wirklich, vertrau mir. Paprika mal ganz anders, gell? Paprika ist so leicht süß. Ja. Und da ist noch so mit Öl mit drin. Und der Kaimak super cremig, super fettig, aber nicht so übertrieben und perfekt, um einfach Brot reinzudippen. Und es wäre schon eine 10 von 10 gewesen, aber durch dein Upgrade war es eine 12 von 10. Perfekt. Der Mann hat Geschmack, Pirelli, Kuss geht raus. Das trinken wir auf jeden Fall mal einen Schluck Mu. Das ist zum Beispiel mein Liebling. Das esse ich zum Beispiel immer in der Früh. Einfaches Brot mit Eiern. French Toast. Genau. Es ist ein French Toast, einfach auf Balkanart. Sehr gut gesagt. Würde ich sagen, Zug fast rein und gebe ein Stück Fleisch rein. Du haust überall einfach Fleisch auf einmal so. Ja, aber zum Frühstück muss es zum Beispiel so. Boah, das sieht so geil aus. Boah. Unbedingt. Zwiebeln musst du unbedingt dazu jetzt nehmen. Aber ist der auch süß, ja, oder? Sieht so süß aus. Joghurt, Olivenöl, fettiger Toast. Das ist eher Sauerrahm, denke ich. Ah, okay, ich dachte Keimer. Und dann die Zwiebel bitte. Und drauf. Wow. Polizei kommt, wie gut das ist. Das ist French Toast Picante. Nehmt die Zwiebel und beißt genau da rein, wo du reingerissen hast. Ja. Das ist unser Frühstück normal, er kennt das eh schon. Das ist das. Ich würde sagen, du gibst da rein und nimmst wieder ein bisschen von dem Fleisch. Oder nimmst Sucuk. Nimm Sucuk jetzt mal. Meine Damen und Herren, das ist Pizza Fritter mit Sucuk. Ja, das ist mein Element. Das liebe ich sehr. Ja, das hätte ich schon. Also, Pizza Fritte. Es kann kein Sonntag bei mir zu Hause sein ohne dem. Mein Leben lang. Es geht nicht. Es ist nicht Sonntag. Das schmeckt schon ein bisschen wie Pizza Fritte, aber umgekehrt, weil wir haben die Füllung drinnen und nicht draußen. Super. Schau, das ist Burek mit Chicken. Mit Hühnerfleisch. Und das habe ich auch noch nie probiert. Und deswegen würde ich es taufen im Burek Light. Weil Fleisch ist stark und das ist light. Er schmeckt wie Cola Light, so ungefähr. Wenn du Cola trinkst, dann Cola Light. Boah, ist schon geil. Oder? Ja. Kann sein, dass ihr sauer seid, aber das finde ich noch geiler. Es ist schon ein bisschen wie Croissant-Teig, oder? Ich sag so, ich werde nicht viel essen, weil der Tag wird lang. Und ich merke die ganze Zeit, die bringen. Hast du es gesehen, dass sie was weggestellt haben, um was anderes hinzustellen? Das ist doch nicht mal in der Türkei passiert. Okay, Leute, Luigi probiert jetzt die Pizza. Das ist Käse drin. Pizza di formaggi. Allora, ich muss sagen, es ist crunchy, aber in dieselbe Zeit auch saftiger. Und diese Käse begleitet diese Brot richtig, wenn du runter bekommst. Ja, genau. Wow, das ist echt wow. Fluffiger, mehr geht nicht, schau. Nach diesem Zerquetschen. Nur weil Luigi erklärt hat, will ich jetzt auch das essen. Jetzt auch so direkt. Und auch so drücken. Du hast das so gut gemacht, Luigi. Wirklich, Wahnsinn. Ich habe jener Jugo Essen erklärt. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz geil. Pizzali, allora. Weil Luigi gesagt hat, einmal drücken. Aber Luigi hat recht, weil es gibt so Stellen, da ist der Teig schön knusprig und es gibt Stellen, da ist der Teig so crunchig, saftig. Ja. Nur, es gibt eine Sache, wo wir uns nicht verstehen, ist, dass wir Jugos Ketchup auf die Pizza machen. Und das ist das. Aber das ist euer Problem. Ketchup auf die Pizza, Jugos macht das bitte nicht. Wenn Jugos Ketchup auf Pizza geben, dann musst du auch Ketchup auf Pizza haben. Ja, genau. Aber einer muss ich sagen, abgesehen von diesem guten, wunderbaren Frühstück, das von Sofra vorbereitet für uns, ist die Menschheit. Dieses gute Klima, dieses schöne Ambiente, Menschen, die kannst du reden, wir kennen den Mann, neben mir nichts, habe schon den Namen vergessen, aber... Pirelli. 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 Ja,
wieso ist Pirelli? Bruder, ich will Italiener werden. Das ist so eine neue Idee. Das ist Chicken mit Chicken Kind. Der Kreislauf des Lebens. The Circle of Life. Auch richtig unfair, die Leute, die einmal sich das Eigelb klauen, dann den Rest so stehen lassen. Yeah. Und jetzt nimm die Tomate. Tomaten sind auch anders schön. Das sieht aus wie eine Blume. Ja. Sind Blumentomaten. Ja, fleischige Blumentomaten. Deswegen war das Ei so perfekt rund. Guck mal, da ist unsere Pizza Fritta von vorhin. So sah das aus, bevor es ins Öl kam. Ich habe gehört, wir bekommen noch ein bisschen Cevape zum Abschluss. Können uns nicht gehen lassen ohne Fleisch. Cevape in Rahmsoße. Cevape in Rahmsoße. Frühstücks-Cevape. Davon hat die Dame 25 Stück gegessen. Da, komm Leute, davon esse ich locker 35. Erstmal nehme ich so einen raus, schwierige Nummer. Ist Brotverhältnis gut? So müssen für mich Cevape schmecken, aber ich bin auch kein Cevape-Profi. Super lecker. Komm, Joshua. Let's go. Ich mach das. Wolltest du kurz zivilisiert machen? Ja, ich wollte kurz zivilisiert, aber das Brot ist noch sehr heiß, deswegen wollte ich das mit der Gabel machen. Das ist die universelle Sprache. Kaimak ist sowas Leckeres. Das ist so gut. Und passt einfach perfekt zu Fleisch. Das ist fettiger als normaler Joghurt. Mit dem Öl. Ewa, let's go, Werder. Go. Brutal. Sehr geil. Meine ganze Familie hatte Cevapi-Bude. Ich bin sehr streng. Du musst reden, bello. Ich habe oft Cevapi-Cicis, oder? Gegessen. Die erste, was sie bekommt haben, überall, ist dieser Knoblauchgeschmack. Da ist Rindfleisch pur, mehr braucht man nicht. Und ich würde eins für alle Mal sagen, vergiss dieses Wort Cevapcici, das sagen wir unten nicht, wir sagen Cevape. Wer hat Cevapcici gesagt? Ja. Und hier auch, das ist einfach der Name, den wir hier von Österreichern bekommen. Ach, niemand sagt, gibt es dieses Wort eigentlich? Cevapcici. Schon, aber es sagt keiner. Jeder sagt Cevape. Cevap. Cheva, bravo. Okay, na dann musst du mir vorher sagen. Ich bin in Wien gekommen, hat schon gegeben Cevapcici. Apropos Cevape, wir werden heute auf jeden Fall noch sehr leckere Cevape essen, meine Damen und Herren. Kommt. Darf man eigentlich einen Cevape-Witz erzählen? Erzähl einen Witz bitte. Das ist ja jugendfrei, aber. Ja. Mutter, Sohn und Vater essen Cevape. Und jetzt essen die alle auch, nur bei Sohn ist einer übrig geblieben. Und die sagen, essen. So wie bei mir gerade. Genau, und er will nicht. Und da kommt der Kellner und sagt, Kleiner, iss den letzten, weil von denen wächst der, weißt du, Pipi. Und der Kleine will greifen die Mama. Lass Papa essen. Also in diesem Sinne, lass Papa essen. Salute. Ferdi, was ist das? Tres Leches ist das. Es geht zum Balkan und Mexiko. Und ich weiß nicht, wie diese Connection entstanden ist. Irgendjemand hat es dort gesehen und nachgemacht. Die Frage ist, wer hat es nachgemacht? Wer hat es von uns gesehen? Definitiv. Keine andere Antwort erwartet jetzt. Das ist so unerwartet feucht. Das stimmt. Hast also du eine Teigschicht? Ja, hast du das so eine feuchte Zuckerschicht? So ein Baklava? Ja. Und oben drauf nochmal Karamell. 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 Das ist kein Rap-Video, Bro. Zum Abschluss. Traditioneller Kaffee. Da ist Zucker und Raha trocken. Und das Gute, in Bosnien bekommst du das Ganze genauso, nur noch hier eine Zigarette. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Lass wir Luigi probieren. Er ist Italiener. Es ist sehr stark, aber entscheide du. Hat er nichts mit italienischem Kaffee zu tun? Nein. Es ist total anders. Ja. Du schmeckst genau wie wenn du einen Löffel von diesem Kaffee im Mund haben, aber in flüssiger Form, weil es ist nur filtriert. Ja. Aber es schmeckt wunderbar. Ohne Zucker ist es noch besser, weil so kannst du direkt schmecken die Aroma vom Kaffee. Respekt, ist ein guter Kaffee. Wir haben noch eine Kultur bei diesem Kaffee. Wenn man den jetzt zum Beispiel austrinkt, dann dreht man das so, lässt eine Weile und danach... Sagst du mir die Zukunft daraus. Genau, und dann sehe ich dir die Zukunft. Oh. Ich sehe hier sowas wie ein Cevap. Also ich glaube, du wirst heute noch irgendwo ein Cevap essen. Parma oder Bohnensuppe sehe ich hier unten auch. Ah. Schau, siehst du da? Alter, krass. Talent. Wow. Kann ich die jetzt verkaufen? Echt? Ja. Glaubst du, kommt das gut, wenn ich damit dann so herumkruise? Das kommt sehr gut, ja. Kommst du sicher 10, 20 Follower mehr auf YouTube?
Aber leider, die Mama muss arbeiten. Die Oma hat mehr Zeit. Und deswegen, die schmeckt besser, die Oma-Küche, als die Mama, auf die einzige Grund, weil die Oma hat mehr Zeit für die gehabt und die Mama leider hat nicht so viel Zeit. Und deswegen, ich bin der Meinung, Oma-Küche, nichts Mama. Nicht dagegen an die Mama, aber Oma ist Oma. Vorsicht. Also willst du eigentlich sagen, die Oma macht mehr Show? Genau. Hast nichts umregt. Das ist aber unbewusst. Die Oma hat nie gewusst, dass, wenn die Oma wüsste, dass diese Show, wie du sagst, auf YouTube geben könnte, wäre die Oma mehr Followers als ich und du haben. Das bin ich ganz sicher. Das Rana-Store. Ja, Bruder, schau, jetzt ist der afghanisch-arabische Indo-Store, Bruder. Früher war das, da haben wir uns 100 Mal angesoffen, Bruder. 1984 war in Sarajevo die Winter-Olympiade und Vučko ist das Maskottchen, das heißt Wölfchen, ein kleiner Wolf. Das ist sein Spitzname. Vučko 84. Grüße an alle, die 84 geboren sind. Vučko, dich. Vučko, Peter. Vučko. Wie? Vučko. Vučko, Peter. Meine Damen und Herren, kommen wir zum nächsten Restaurant. Jetzt gibt's Mittagessen. Wir sind hier in meiner alten Hut, also wirklich, ich habe hier direkt um die Ecke gewohnt, vorne rechts. Und das war mein Katerfrühstück jeden Sonntag. Café Galaxy, Legendenladen, darf nicht fehlen in diesem Video, wirklich nicht. Gibt's schon Cevapcici oder? Vergiss dieses Wort Cevapcici. Also das ist der Wiener Dino. Ich glaube, das ist für mich eins so der älteste Lokal, ja, was es gibt. Und Cevapcici. Und Bruder, ich gehe seit 25 Jahre da. Und glaubst du mir, ich wollte immer was anderes essen, trotzdem esse ich dir immer Cevapcici. 30 Jahre habe ich nichts anderes probiert außer Cevapcici und ich hoffe, heute ändert sich. Ich war noch nie da, ich schäme mich ein bisschen. Ich war wirklich noch nie da. Sale, du bist gerade auf Kamera. Was ist los? Wo bist du? Komm, komm, geh ran. Er will nicht rangehen. Aber kommst du noch, oder? Ja, ich komm nach. Alright, wir warten. Ein, bis gleich. Digga, wie lang sind deine Haare? 7 Jahre lang. Also diese Cevapcici. Vergiss dieses Wort. Sind die, oder? Ja, also so werden die produziert. Eigene Fleischerei. Eigene. Also du bist der Metzgermeister. Fleischmeister, ja. Fleischmeister. Ja. Freut mich, wie heißt du? Munir. Lukas, freut mich. Ich freue mich auf die Cevapcici. Ja. Meine Damen und Herren, jetzt werden Cevapcici gemacht. Das sind aber lange Cevapcici. Das wir muss immer Retour machen. Ah. Wir mixen die Fleisch. Das ist auch Salz drin oder? Alles ist drin. Alles schon drin. Ja, Salz, Vegetta und. Ja. Vegetta ist wichtig. Was ist das aber für eine Maschine? Sieht auch so eine Flugzeugturbine. Wie groß einfach. Boah. Das ist mein Fleischwolf, meine Damen und Herren. Okay, eigentlich ist er nicht mein Fleischwolf. Aber sieht auf jeden Fall crazy aus. Kann man einige Smashburger machen. Okay, okay. Da kommen die Cevapcici dann raus, also. Wir machen Cevapcici von Rind und Kalbfleisch, ja. Das ist eine Rezepte und das ist privat, ja. Okay, aber es ist Rind und Kalbfleisch gemischt. Crazy. Das nenne ich auf jeden Fall mal eine Cevapcici-Maschine. Fabrik. In einer Stunde, wir machen mal 600 Kilo mit dieser Maschine, ja? Junge, Junge, Junge. Wer ist das alles? Wenn die jetzt hier aus der Maschine rauskommen, dann müssen die noch einen Tag stehen, oder? Das ist richtig. Ja. Also das sind die Cevapcici für morgen. Das ist für morgen, ja, richtig. Ich finde die Farbe super interessant von den Cevapcici, oder? Also wie so eine Fleischpaste schon. Sieht fettig und auf jeden Fall nach Flavor aus. Wie viel kostet so eine Maschine, kann man sagen? Die Maschine kostet ca. 70.000, 80.000, ja. Boah. Nur für die Produktion. Früher alles mit Hand? Alles mit Hand. Früher habe ich gemacht 200 Kilo pro Tag mit Hand, ja. Boah. Aber jetzt ist es besser und schneller. Wow, wow, wow. Meine Damen und Herren, wird Zeit, dass wir jetzt Cevapcici essen. Voll sauber auch, oder? Ja, ist einfach frisch, und frisch, sauber und lecker. Genau. Und dort hinten ist die Action. Da einfach ein Berg Cevapcici auf diesem, ne? Das ist Party. Einfach Grillmeisterin. Das ist so spezielle Soße und Restaurant zu Restaurant Geheimnis. Von speziellen Knochen gemacht. Das wird gekocht und dann tut man die Cevapcici damit rein. Die werden dann irgendwie saftiger, das Brot und das Ganze in diesen Behälter. Das. Ja. Du riechst sie, kannst du sie riechen? Rinderfettbrühe. Ja, genau. Rinderknochenfettbrühe, so irgendwas gemischt. Und das Brot wird dadurch irgendwie saftiger. Du wirst sehen, in Bosnien, es ist irgendwie der obere Teil ist resch, das heißt, es ist knusprig und innen ist es weich. Und die Cevapcici sind auch groß, oder?
Das sind so richtige, ja, die sind groß. Das ist die Kaisersuppe, die Begovac-Soba für Kaiser Lukas. Bitte, du kannst es. Gib dir jetzt Krone. Kai, du bist eigentlich bist du der Kaiser. Die wurden hier erfunden. In diesem Laden habe ich sie das allererste Mal gegessen. Das ist quasi der Dino, der Dinosaurus, der älteste Cevapi in Kaimak. Also wenn du die hier zum ersten Mal gegessen hast, wurden die hier erfunden? Ich denke ja, für mich ja. Aber die gab es wahrscheinlich, ich habe sie in Bosnien noch nie gesehen. Vielleicht in Sanjak oder so. Ja, das geht nicht ohne. Lukas, es geht schon nicht ohne. Es geht nicht ohne. Meine Damen und Herren, der Tisch ist voll. Der Tisch ist voller, als wir wollten, dass er ist. Balkaner, habe ich dir schon gesagt. Wie bei uns, du wirst nicht hungrig im Balkan, weil jeder will sich irgendwie beweisen. Das Ziel ist, dass man den Tisch nicht mehr sieht. Ja. Darum geht es am Ende. Dass man die Handys nicht mal auf Tisch geben kann, weil man sollte heutzutage reden und nicht nur auf Handy gucken. Amen. Bruder, wir haben eine Sprache erfunden, damit die Eltern nicht verstehen. Also, und Cevape heißt ein Vapace. Und genau so muss ein Vapace schmecken. Ich frage mich, warum erfindest du eine Sprache, damit deine Eltern nicht wissen, dass du von Cevape redest? Ja, es geht nicht nur um Cevape. Ich meine, ja, dass die dich generell nicht verstehen. Meine Damen und Herren, wir wollten ja eigentlich herkommen, um ein bisschen Hausmannskost zu essen, keine Cevape. Da haben wir gesagt, okay, wir nehmen vielleicht ein bisschen Cevape, eine in Kaimak. Jetzt haben wir einmal in Kaimak, einmal großer Teller mit Cevape und einmal eine fette, wie nennt man das Brot eigentlich? Ist es Lepina. Und einmal Lepina mit Cevape, meine Damen und Herren. Okay. Erstmal Kaisersuppe. Ihr müsst euch ein bisschen gedulden, bevor wir zum Fleisch kommen. Was ist denn da noch drin? Ah, da ist Chicken drin, oder? Karotten, Kartoffeln vielleicht. Das ist so wie eine Minestrone, denke ich. Omasuppe, einfach ja, nach Gemüse. Ja. Blumenkohl ist, glaube ich, drin. Ja. Ich glaube sogar auch Brokkoli. Ja. Ich bin auch so ein Typ, ich dipp einfach gern was in Suppe. Also wenn man verkatert irgendwann am nächsten Tag was essen will, würde ich das empfehlen. Suppen sind immer das Kateressen eigentlich, oder? Oh ja. Linsensuppe zum Beispiel bei den Türken, bei uns diese. Damit saugst du den Kater auf. Aber es ist wirklich so eine schön leichte, angenehme Gemüsesuppe. Sehr, sehr lecker. Vapace in Kaimak. Aber ist das deine Jugendsprache oder ist das jetzt alle Bosnier kennen Vapace? Na, kennen es nicht. Das ist eher so dein. Ja, es ist schon mein. Aber jetzt werden es alle kennen. Ab jetzt nennen sie es Vapace, Bruder. Vapace in Kaimak. Wow, wow, wow. Ich esse es jetzt einfach so. Okay, passt. Wie soll ich machen? Mach einen Trick. Da brauche ich eine dritte Hand jetzt dafür. Okay, ich bin gespannt, meine Damen und Herren. Diese Cevape, die beobachte ich jetzt seit 2 Stunden auf diesem Grill davor. Also spannender kann man es nicht machen eigentlich. Es ist soweit. Die sind verdammt lecker. Dieser Kaimak, der ist noch mal cremiger als beim Frühstück. Und auch in der Metallschüssel sieht einfach nur extrem appetitlich aus. Und die sind super saftig. Und diesmal auch Cevape wirklich von dem Grill, wo einfach mal Rauch durchgezogen wird. Die waren einmal in der Kohlesauna. Die haben so einen geilen Biss. Die sind so leicht knackig, aber trotzdem noch saftig. Juicy. Die sind übertrieben juicy. Ich weiß nicht, merkt ihr diese... Mein T-Shirt ist auch juicy. Aber wir haben irgendwie für mich ein No-Go gemacht. Weil, Yoshi, gib mir eins. Es geht nicht ohne Zwiebel. Cevapi ohne Zwiebel, das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. So du ist hast es. Auch selber gerade ohne Zwiebel gegessen. Ja, eben. Du hast es so vorgemacht. Was soll ich machen? Ja, sorry. Und deswegen, und natürlich ein bisschen salzen. Musst du noch eins essen? Das ist die richtige Antwort. Zwiebel ist eigentlich sehr... Zwiebel ist schon drin. Salute. Salute. Buon appetito. Auf die Cevapi. Nochmal anders, ne? Ja. Andere Level. Manchmal die Worte braucht man nichts. Es ist einfach, es ist gut. Schluss. Basta. Ja. Das ist einfach das perfekt ist, salzig. Ja, so schön befriedigend. Finde ich auch. Und das Brot ist auch so schön flauschig und fluffig und fettig. Und alles ist eigentlich fettig. Die Cevape sind fettig, der Kaimak ist fettig, das Brot ist fettig. Der Shopska-Salat ist nicht so fettig. Das stimmt, ja. Shopska-Salat bedeutet einfach ganz simpel Bauernsalat und es ist ein ganz was simpler ist Salat. Weiße? Das ist einfach geriebener Käse. Simpler Salat. Es ist nur Tomate, Gurke, Zwiebel und dieser Käse drüber. Und mehr braucht man auch oft nicht. Einfach nach jedem Biss kannst du einmal da reingreifen, kurz Mund wieder safe, fresh machen, weißt du so. Genau. Das ist auch so ein Community-Salat. Ja. Und ich muss aber ehrlich sagen, das ist aber auch so irgendwie mehr so unser Wiener Ding. Am Balkan wird es eigentlich mit Zwiebeln. So wie zum Beispiel der Döner in Türkei wird auch nicht mit so Soßen und Salat. Die machen es anders, weißt du? So, genau so ist das. Das ist so eigentlich eher so ein Wiener Style. Nein, einfach zugänglicher für die Europäer. Ein bisschen Salat muss dabei sein, für die, die glücklich sind am Ende des Tages. Oder? Sind die jetzt hier besser? Ja. Geil. Weil ihr das seht, das ist nicht persönlich, dass die gesagt haben, dass die hier ein bisschen besser sind. Die waren da drüben auch sehr lecker. Darf man das auch mit Schaf essen? Natürlich. Auf jeden Fall.
Ja, aber eine muss ich sagen. Er hat es am besten gemacht. Die sind schon so salzig, dass die leicht sauer sind und schmeckt richtig lecker. Wow. Ich will nur eines sagen. Unsere Pirelli, seine Stolzheit, sein Gesicht wieder präsentiert, wieder Respekt, muss ich sagen. Pirelli, du Bruder, musst du ein Teil dieser Balkantour sein. Ja, weil das so wie die Italiener drauf sind, man muss stolz sein. Und ich bin stolz, euch zu sehen, dass euch das schmeckt. Grazie mille. Bravo, Pirelli. Hallo, 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 hallo. Das sind Krautrouladen, oder? Ja, füllte Krautrouladen. Geil, Leute. Jawohl. Unbedingt diese Soße reinbieten. Die Soße ist sehr kostbar. Fleisch in Kraut eingerollt, gekocht, oder? Das müssen wir schon ganz ehrlich. Ja. Ist auch ein bisschen runder, weißt du? Wenn du mal keinen Bock hast, so voll Fleisch und Salz. Das meine ich, Fett, genau. Das ist auch so eine gute Vorspeise. Ein bisschen ausbalancierter. Da ist ein bisschen, bisschen Gemüse, ein bisschen sauer, auch was Erfrischendes. Und du hast Fleisch und Fett. Eine gute Vorspeise, sehr, sehr lecker. Ist das Fett oder was ist das? Nein, ich glaube, das sind Kartoffeln. Oder Brot. Reis. Reis, genau. Reis. 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 Und die Geheimnis liegt auch meistens in den Kraut. Weil Kraut, das ist eine Kunst für sich, das darf nicht zu dick sein, das darf irgendwie nicht. Für mich einer der wichtigsten Faktoren hier. Du spürst doch, dass Kraut da ist. Genau, genau. Old school, so wie es sich gehört. Wow. Ganz, ganz stark. Wow. Wow. Wie der Lukas beschreiben hat. Angenehm. 1:1, genau das gleiche wie in Rumänien. Da isst man es so zu Weihnachten und sowas. Ja, genau. Richtig lecker. Eines der leckersten Sachen, die es gibt. Schön machst du das, Luigi. Jetzt probiere ich die von Luigi veredelten, gefüllten Paprika. Wow, da ist auf jeden Fall auch Reis drin. Was würdest du sagen, Pugnala, Paprika oder Sarma? Paprika. Paprika? Ich meine, die Paprika ist ein bisschen bitter. Innen drin ist halt mehr Fleisch. Also ich komm mal da rein. Ich habe immer als Kind Paprika weggetan und habe das gegessen. Fleisch, Gemüse, Reis. Wow, wow, wow. Und schau jetzt mal kurz, was da links kommt. Links kommt angeschossen Pugnala Pleskavica, gefüllte Pleskavica mit Käse und Sujukica. Das sind so Würstchen. Kennt ihr aus Deutschland von ganzen Fußballstadien. Ihr seid da die meisten. Okay, ich weiß nicht, worauf ich mich konzentrieren soll. Pleskavica, das ist auf jeden Fall Hackfleisch und innen drin ist Käse. Wie Luigi gerade schon gesagt hat, bosnisches Cordon Bleu. Ja, genau. Kaimak sogar. Kaimak. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Fleisch, Leute. Boom. Und jetzt der Rücki. Machen wir so. Und jetzt der Rücki. Oh. Oh, morgen Sale. Oh, Strate. Strate. Wo kommst du her jetzt aber? Vom Schlafen, Bruder. So lange in die Playstation geschaut gestern Abend. Baklava, Tufahia, das ist Tufahia mit Apfel. Irgendwie ähnlich wie bei den Türken, nur ist es bei uns mit etwas weniger Zucker. Ganz, ganz ähnlich. Aber du hast das sicher schon mal in der Türkei gegessen. Nur bei uns ist die Baklava, finde ich, noch juiciger irgendwie. Weißt du, was es ist? Konkurrenz eliminieren. Die wollen, dass wir es nicht mehr bis zum Merak schaffen. Das ist deren Ziel gerade. Oh, auf jeden Fall. Aber Bruder, leider wird das denen nicht gelingen. Unsere Bäuche jetzt haben noch Platz und wir haben immer Nachschub. Ihr bringt mehr Essen, wir bringen mehr Leute. Boah, ist das heiß. Wie konntest du das essen? Ich muss sagen, auch Pleskavica ist nicht so. Ja, ich. Siehst du, warum ich 25 Jahre hier nur Cevap bestelle? Das ist so ein Apfelkuchen, das heißt Tufahia. Ich habe es auch so zweimal gegessen im Leben, weil ich eigentlich Süßigkeit nicht esse. Aber das ist auch ein bisschen eingelegt, oder? Ja, ja. Also ein Bratapfel mit was ist da oben drauf? Das ist übelst lecker. Ja? Vor allem, es war im Ofen, haben wir es wieder runtergekühlt. Also es ist kalt. Das musst du nicht erkühlen, weil sonst könntest du es nicht mit der Gabel, sonst wird alles zerfallen. Genau, das ist wieder fest geworden. Jetzt hast du so einen schönen weichen, saftigen, aber trotzdem noch sauren, kühlen Apfel. Das schmeckt süß, erfrischend. Ich glaube, Gala-Äpfel sind das. Boah. Das schmeckt viel besser, als es aussieht. Hat man unterschätzt, oder? Ja. Luigi, kommst du mit, wenn wir nach Bosnien fahren? Gerne. Oh, dann zeige ich dir mein Land. Oh. Da kannst du dann einen zweiten Teil machen von deinem Video. Stop putting Ketchup und Pizza. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Niemals. Mit oder ohne Ananas. Mit oder ohne Ketchup. Wo gibt es die besten Cevape? Sollen wir nach Bosnien fahren? Diskussion. Limonada, Boza, Tulumbe, Baklave, nek pregrize narod, dok padaju glave. Jebemti. Das ist das Erste, was man lernt bei uns. Jebemti. Das ist, das weiß ich. Jetzt muss ich irgendjemand finden, der mir das übersetzt, dass ich weiß, ob ich das drin lassen kann im Video oder nicht. Kannst lassen.
Juglave. Weiter geht's, weiter geht's. Jetzt gehen wir in den 15. Wir sind doch im 15. Jetzt sind wir mit 15. Okay, wir machen so. Weil Pirelli so ein guter Guide war in diesem Video, kriegst du jetzt 18 Sekunden Werbung. Okay, das ist unser Snus aus dem 15. Jetzt auf dem Markt überall. Nicht viel zu sagen, Bruder, wir sind die Besten. Passt. Das ist meine Hut hier und das waren meine Fenster. Diese stramm. Ja, Mann. Das weiß ich. Telefoniere gerade mit meinem Nachbarn, der nicht da ist. Für das Kind Wien. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir ausnahmsweise mal bei einem Laden, den ich auch kenne. Deswegen übernehme ich jetzt mal die Ansage. Herzlich willkommen bei Merak, äußere Mariahilfer Straße. Immer noch 15. Bezirk, oder? Ja. Ja. Und ja, hier so gibt es auf jeden Fall übertrieben leckere direkt vom Grill. Cevape, nicht Cevape, Cici. Genau. Cevape. Ja, das wird der perfekte Abschluss für den Tag. Schaut mal. Gastgarten-Saisoneröffnung. Wir können draußen sitzen. Das ist das erste Restaurant, wo ich in Wien dieses Jahr draußen sitze. Ich freue mich auf ein leckeres Abendessen. Schauen wir mal, was da drin so abgeht bei den Cevape. Hi! Leute, wir haben einfach eine Cevape-Tour aus dieser Balkan-Tour gemacht. Weiter geht's. Ich sehe wieder einen Grill, ich sehe wieder Cevape, ich sehe wieder Lepina. Es raucht, es sizzelt. Sieht köstlich aus heute. Wow! Der Kollege auf jeden Fall auch wieder mit sehr viel Liebe am Werk. Und das Brot sieht auch so fluffig aus, so fluffig und weich. Das ist einfach Lepina oder Lepida? Lepina, das ist einfach gemacht für Cevape. Das ist einfach, das gehört zusammen. Richtig köstlich, auch voll unterschätzt. Ich esse so selten, aber es gibt so gute Restaurants hier in Wien. Und ja, es gibt einiges nachzuholen. Cevape Gigi, oder? Cevape Gigi. Man kann hier so einen... Ein so wegnehmen, siehst du? Siehst du, schau, es sieht noch immer fresh aus. Boah, ein bisschen Salz kann man noch, aber einer mag es salziger, einer mag es weniger salziger, einer mag es... Okay, probieren wir einfach. Salz bitte. Wenn du sagst, da fehlt Salz, dann brauche ich Salz. Ja, ja, ja. Chips. Cevape and Chips. CC. Chips. So lecker. Man wartet einfach auf die Cevape und isst Chips. Steht da auch nochmal fett. Traditional Charcoal Barbecue. Der Real Deal, meine Damen und Herren. Das Wort Merak kommt eigentlich auch, ist altpostisch, ich glaube vielleicht auch aus dem Türkischen. Und Merak ist, wenn wir irgendwo gemeinsam sitzen, es geht uns super, es geht uns gut und wir brauchen nicht viel. Und diesen einen Cevape, du kannst vielleicht an diesem Tag nicht 20 essen, sondern einen, aber du isst ihn mit so einem Genuss. Und dieser Genuss, dieser Moment, diese beisammen sitzen, so wie jetzt, das nennt man bei uns Merak. Es ist einfach ein schönes Lebensgefühl, Merak. Deswegen finde ich den Namen, so wie die Cevape, für mich Nummer 1 in Wien. Wow. Ansage. Das ist eine Merak-Futur, ein Merak-Tag heute. Ja, Mann. Los geht's raus. Pommes, Cevape, ist da. Es wird alles handgemacht. Ihr habt es gehört, alles handgemacht, alles frisch zubereitet. Das Essen sieht auch köstlich aus. Ich finde, das ist auch so stylisch serviert. Ja, ja. So original serviert, oder? In diesen auf eine traditionelle Art und Weise, finde ich. So auf Oldschool. Ja, Oldschool sieht ja, richtig lecker aus. Wie in Bosnien auf Bastarci in Sarajevo. Genau so. Kein Schnickschnack, nur das, was nötig ist. Ja, Mann. Appetitlich, das, ja, wie Mann. Luigi schon gesagt hat, sieht aus wie ein Gelato-Eis-Cevape-Teller. Ja, Mann. Das ist Kunst für mich, das ist Kunst. Alter, wie viele Leute sind wir heute eigentlich? Ich glaube, so viele waren wir noch nie auf einer Foto. Einfach die ganze Fußballmannschaft ist dabei. Das ist halt wirklich ein Cheat, diese Cevape in dem Kaimak, der ist schon so leicht zu viel. Boah, ich will den ersten einfach immer so probieren, ohne Brot. Einfach mal so. Ja, ja, kannst machen. Ja, da speckst du es auch am besten. Bruder, Nummer 1, ich höre meine Mutter. Die haben den geilsten Fleischbiss. Die sind zwar fest, aber die zerfallen auch noch so ein bisschen im Mund. Du merkst so das Hackfleisch. Wow. Bruder, wenn Italiener das macht, das heißt Wien. Wenn du Bosnien-Feeling erleben willst in Wien, komm zu Merak und du erlebst Bosnien. So wie es unten ist, wirklich ohne Scheiß. Wow, bravo. Jetzt auf Pirelli-Style. Brot, Kaimak. Wo sind die Zwiebeln aber? Zwiebeln hier. Bisschen scharf. Danke. Jetzt rein damit. Deswegen sind wir zu 6 unterwegs heute. Zu 8.
Die haben so einen schönen Fleischbiss. Ja? Es schmeckt auf Stein. Kohle, meinst du? Kohle. Genau, auf Kohle. Das ist auch hier den besten Rauchflavor. Es ist einfach smoky. Ich musste da einfach so einfach dieses Fleisch da dran reiben. Nice. Macht es Sinn aber hier? Die sind nämlich schon schön scharf auch. Kost doch mal einen so komplett. Okay, Pirelli, okay. Ich bin ein Fan. Ich mag das sehr gerne. Super lecker. Ich kann aber nicht sagen, welcher für mich der beste war. Ich fand, alle drei waren super lecker. Aber die unterscheiden sich etwas. Wenn ich ein Resümee machen darf, kurzes, würde ich sagen, wenn du frühstücken willst, geh Sofra. Wenn du bitter willst, geh Bittera. Wenn du willst geiles Essen, verschiedenste, geh Galaxy. Wenn du Cevap isst, komm nach mir zu Merak. Also das, ich weiß nicht, das so würde ich es ungefähr einschätzen. Wenn du das sagst, würde ich schon schimpfen. Ja, glaube ich auch. Und was wir auf jeden Fall noch nicht vor Kamera gesagt haben, ist, dass dieser Salat, der ist schon so gut, dass er weg ist. Dieser Käse auf dem Salat, einfach alle 10 Männer hier. Jetzt wären es erst 6, dann machen wir 8, dann sind wir 10. Haben diesen Salat einfach gegessen, als ob es Popcorn wären. So lecker, dieser Käse. Der ist so cremig und fein. Fast so lecker wie diese Cevape. Die sind perfekt. Das ist nicht nur ein vor Kamera, das ist ein wirklich. Das, obwohl wir schon so viel gegessen haben heute. Weißt du, ich meine, normalerweise, wir sind eigentlich alle voll, es darf nicht mehr schmecken. Bruder, jetzt geben wir Gas. Wenn der letzte Platz des Tages noch lecker ist, dann ist er richtig, richtig lecker. Gefährlich. Opala, Entschuldigung. Und am besten. Dieses Essen war wirklich ein Merak, ein Lebensgefühl. Wow. Schmeckt so gut, dass die Hälfte aufgestanden ist. Wenn Luigi aufsteht zum Essen, dann... Alle stehen auf einmal. Das ist wie dieses, wie heißt das Spiel, wo du aufstehen musst und dich hinsetzen musst. So fühlst du das hier an. Ah, Luigi, wie war die Balkantour? Wow. Wir sind schnell gelandet, wieder zurück nach Wien. Und ich muss sagen, ragazzi, ich habe das erste Mal richtig Cevapi gegessen. Jetzt kann ich wissen, wie ein Cevapi schmecken muss. Weil ich habe vor langer Zeit probiert, diese 10 Ragazzi sagen euch, bis Freunde, bis nächstes Mal. Na. Nicht bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Das war erst Tag 2 von 3. Morgen passiert noch was. Morgen passiert noch was. Was passiert, weiß ich nichts. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen zu Tag 3 unserer Balkan-Food-Tour. Mit dabei. Oh! Ragazzi, ich muss vorne schauen, sonst alle sagen. Okay, da haben sie auch recht. Auf jeden Fall, letztes Mal hat uns Luigi mit seinem Auto abgeholt. Jetzt sind wir unterwegs mit der Vespa. In 10 Minuten gibt's Abendessen. Und das wird was sehr Besonderes werden, was wir jetzt gleich essen werden. Finale, Ladies and Gentlemen. Warum hast du eigentlich nicht dort geparkt, Luigi? Weil meine Vespa verliert seine Wert neben diese schlechte Motorrad. Luigi fährt generell nur Ducati. Diabel. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen bei XXXL Grillrestaurant im 17. Bezirk, Wurlitzer Gasse. Dort wird es jetzt Abendessen geben. Was kriegt man da? Ein ganzes Lamm. Und wer ist denn ein ganzer Lamm? Wir alle zusammen, große Mannschaft. Okay. Aber wir teilen. Guten Morgen. Was geht ab, Bro? Alles gut? Oh, Luigi. Grazie, Luigi. Grazie. Wie geht's heute? Ja. Sergio Tacchini, ragazzi. Sergio Tacchini war jung und hat schon gegeben. Und sowas habe ich geliebt. Sergio, wir haben in die Schule. Sergio Tacchini. Da ist der Grill, meine Damen und Herren. Wie in jedem Restaurant, das wir in dieser Tour besucht haben, gibt es auch hier Cevape. Ich glaube, wir haben keinen, außer die Pizzare, haben kein Restaurant betreten, wo es nicht einen fetten Grill gab. Ich glaube, das gehört auf jeden Fall zum Balkan, so wie ein Basilikum zu einem Pizzabäcker. Wir sind heute aber nicht hier für diesen Grill und die Cevape, nicht hauptsächlich zumindest. Wir kommen nicht dran vorbei, das weiß ich jetzt schon, sondern für ein gegrilltes Lamm, im Ganzen gegrillt. Auf diesem schönen Holzkohlegrill dort hinten, wo einfach 3 Lämmer Platz haben. Und nicht nur das, sondern es ist immer noch Ramadan. Und um 18.30 Uhr ist hier heute Iftar und dort hinten ist auch ein Buffet. Das heißt, wir warten bis 18.30 Uhr, bis Iftar ist und essen dann mit allen gemeinsam. Naja, Respekt. So ist das. So ist das. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei XXXL. Okay, meine Damen und Herren, da sind die Lämmer. Junge, Junge, das ist, wofür wir hier sind. Einfach 3 Lämmer über Holzkohle. Sich drehend. Schon crazy aus. Boah, also in Wien habe ich sowas noch nie gesehen. In Deutschland habe ich sowas noch nie gesehen. Und weil ich noch nie in Bosnien war, habe ich sowas auch noch nie in Bosnien gesehen. Ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Okay, und dort unten ist auf jeden Fall echte Holzkohle, oder? Ja, genau, da ist also echte Holzkohle. Das, der Prozess dauert ungefähr 2 bis 2,5 Stunden, bis das Lamm fertig ist. Wir haben 250 Grad. Die perfekte Temperatur ist zwischen 250 und 300, damit die so schön knusprig werden. Ja? Okay, Chef kommt.
Dein Papa ist der Koch, habe ich das richtig verstanden? Mein Vater selber, also seit 25 Jahren Familienbetrieb. Das ist so seine Leidenschaft, ja. Und er hatte auch die Idee mit dem Lamm, oder? Genau, ja. Sowas gibt es in Bosnien oder so, wo hat man sowas? Also ich selber habe es in Wien und so noch nicht gesehen. In Bosnien gibt es schon so etwas, aber jetzt so im Lokal selbst, dass du das jetzt so siehst, während du hier sitzt und isst, so etwas habe ich selber noch nie gesehen. Den Ofen habt ihr dann extra gebaut, oder? Genau, das wurde extra angefertigt, Sonderanfertigung mit drei Spießen. Und man kann so alle 2 bis 2,5 Stunden kann man 3 Lämmer braten. Crazy Idee auf jeden Fall. Wow, ich krieg Hunger auf jeden Fall. Ich auch. Okay, knusprig auf jeden Fall, oder? Ja. Junge, Junge. Ich bin 23 Jahre in Wien und habe nicht einmal gewusst, dass sowas gibt's. Heute ist der 29. 18.27 Uhr. Das heißt, wir haben noch... Also wir haben noch 5 Minuten. Man weiß erst recht zu schätzen, was das ist. Wirklich. He did it himself. You made it. He grilled this. Das ist das Lamm, das 3 Stunden auf dem Grill war, sich vor Holzkohle gedreht hat, jetzt zerlegt wurde und vor uns liegt. Zusammen mit Kartoffeln und Gemüse. Sieht sehr, sehr appetitlich aus. Wir haben eine fette Mannschaft heute wieder am Start, die auf jeden Fall auch ausreichend Hunger mitgebracht haben, hoffe ich. In diesem Sinne, wie sagt man auf Holländisch? Eats magne. Bon appetit, bro. Eats magne. Probier mal, bitte. Der Mann ist schon. Kinder kämpfen immer um diesen Teil bei uns, weißt du? So. Ein Stückchen nur Haut. Wenn du das wegen gibst, heißt du schätzt ihn. Los, geht raus. Danke. Teilen wir uns die Haut. Okay. Übertrieben lecker, übertrieben saftig, übertrieben fettig und intensiv. Ich habe so ein Lamm noch nie gegessen, außer in Marokko. Hier mir auf jeden Fall auch Fleischstücke. Gigi, komm, Keule. Luigi, darf ich dir was sagen? Ja. In Bosnien sagt man, weißt du, was ist mein Lieblingsmeeresfrucht, wenn Lamm ins Meer fliegt? Okay. Zart. Schau, ihr könntet das probieren. Freut das. Boah, ja? Ich liebe Lammfleisch. Das muss ich auch mal loswerden. Ja, Lammfleisch ist definitiv eine der leckersten Sachen, die es gibt. Alter, im Laden ist was los, ja? Ramadan, Iftar, ausgebucht. Schaut mal hier. Das ist schon geil. Boom. Ich bin halt sehr streng, wenn es zum Lammfleisch geht, weil in Bosnien ist das einfach der Killer. Tito bestellt bei uns das Fleisch und man muss es früher in den 70er, 80er Jahren mit Hubschrauber liefern. Ich finde das Fleisch heute auch okay. Es ist quasi, du musst es in Bosnien probieren, es ist quasi nicht wie unten. Für Wien ist es okay. Noch nie so einen strengen Food Critic gesehen in meinem Leben. Junge, da meint es erst, also Lamm macht ja keinen Spaß, oder? Na. Gott sei Dank hast du immer noch nichts in die Pizzeria gebracht. Yeah. Kann man sich jetzt irgendwie ein geiles Sandwich machen oder gibt es andere? Haben wir keinen? Haben wir. Okay, das ist Weltpremiere. So was habe ich auch nicht gesehen. Okay, aber why not, Bruder? Why not? Nee, es macht mich neugierig. Das ist interessant. Genau so fühle ich mich. Das ist Ketchup und meine Gefühl. Schau mal, lass es dir schmecken, Bruder. Jetzt nach diesen Ansagen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Jetzt rein damit. Auch noch ein Ramadan. Gemüse ist knackig. Es lohnt sich schon zu kommen. In Österreich so ein Lamm vor dir, was sich dreht. Es ist schön fürs Auge und schön fürs Gaumen. Und das Brot ist übelst weit. Man muss auch mal sagen, die Rallye hat auf jeden Fall zusammen mit Yoshi die gesamte Tour organisiert, alle Läden rausgesucht. Danke, Männer, an der Stelle. Wollte ich hier irgendwas essen? Ich sag Randy G und Alan G ist auch mit dabei. Was geht, Freunde? Junge, einer. Oh, Yoshi, danke schön. Ich hab das nicht hingelegt. Hast du mir das nicht hingelegt? Ich hab's vorher gesehen, aber das ist crazy. Der Mann hat wirklich zu viel geraucht. Wir haben schon ein paar Mal Lammfleisch gegessen. Das schmeckt schon nochmal besonders anders irgendwie. Das schmeckt gar nicht so heftig lammig, oder? Ich würde so gern wissen, wie man selber Kaimak macht. Ich will mir das jeden Tag machen. Das macht einfach süchtig. Luigi, du musst kurz mitkommen. Ich muss dir was zeigen. Ist was gefährlich? Ja. Heute gibt's irgendwie keine Ananas auf die Pizza. Ja. Schau da links. Schau, was Randy trinkt. Hey, so eine. Nein, Luigi. Er hat dich extra geholt, oder? Warte auf die nächsten Videos. Ich sage nur eine. Wir sind
eine Balkantour gegangen. Ne? Dieser Besitzer von XXL hat eine arme Lamm umgebracht auf den Grill und er trinkt ein Cappuccino über den. Warum ist gestorben und sonst ist dieser Lamm gestorben? Naja, das ist Gürtellinie. I'm a snitch, bro. What the fuck? Okay, tut mir leid, Luigi, nimmst du meine Entschuldigung an? Es kommt vielleicht. Oh, ging schon ab, oder? Also ich habe zum ersten Mal so, ich würde sagen, so ein Lamm so gegessen im Restaurant. Ich hatte das Gefühl, es hat noch so ein bisschen knuspriger und ein bisschen saftiger und so das Feintuning hat noch ein bisschen gefehlt. Aber ich meine, die meinten, dass sie das auch erst so seit einem Monat machen, deswegen ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich glaube, wenn sie dahinter sind, so, dann kann man da auch richtig noch was rausholen und so auf jeden Fall zu einer Besonderheit machen. Und auch für uns war es ja mehr oder weniger Balkan-Schnupperstunde jetzt so diese Tour. Extrem interessant und ich glaube, da wird noch was Cooles kommen in der Zukunft. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich muss noch mal sagen, diese Tour ist vorbei. Kann das jetzt nicht. Eine sehr, sehr starke Tour. Danke Pirelli fürs Organisieren, danke Yoshi fürs Organisieren, danke Luigi fürs Dabeisein, danke Randy fürs Filmen, alle, die mit dabei waren. Ich weiß, es war schon sehr bosnienlastig und wir haben gefühlt nur Cevape gegessen. Es war keine Absicht, es kam jetzt einfach so, wie es kam. Aber ich würde sagen, deswegen haben wir noch Platz für einen Teil 2 und dann nehmen wir nochmal alles mit, was wir ausgelassen haben. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt, welche Restaurants wir im Teil 2 besuchen sollen. Und in diesem Sinne, Kuss geht raus und gute Nacht. Ja, Mann. Ciao, ragazzi. Ja, und auch cool, dass wir noch so ein Ramadan-Essen mitgenommen haben, ja, oder? Mann. Ramadan Mubarak an alle Fastenden und bis zum nächsten Mal. 20% auf alles, die Aktion kommt nicht so oft vor. Aber wenn sie kommt, würde ich die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, um eure Vorräte wieder aufzufüllen. Mit dem Code unterstützt ihr mich und unsere Produktion. Mit dem Code unterstützt ihr euren Geldbeutel. Und mit dem Code unterstützt ihr eure Oberschenkelmuskeln.